meine Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich hier gerade am Amtsgericht Böblingen gewesen. Ich habe nämlich heute Post bekommen, das ging jetzt schnell, vom Amtsgericht Leonberg wegen in dem Rechtsstreit Miller F gegen Keller R wegen einstweiliger Verfügung. Mein Betreuer, der Robert Keller, ich wollte ihn verpflichten lassen, dass er mir meine Bewerbung zur OB-Wahl genehmigen muss, beziehungsweise auch eine Wählbarkeitsbescheinigung ausstellen lassen muss. Zur Bundestagswahl hat er das auch gemacht und indem er es nicht tut, bin ich auch in Grundrechten und so weiter verletzt und in meinen Rechten auf Selbstbestimmung. Das neue Betreuungsgesetz, das hat sich dahin geändert, dass man die Wünsche des Betroffenen noch stärker beachten muss. Ich lese euch jetzt gerade mal den Beschluss vor. In dem Rechtsstreit der Friedhild Miller gegen Robert Keller, Betreuungsverein Fisch-Leonberg e.V., hat das Amtsgericht Leonberg durch die Richterin am Amtsgericht Schmid am 19.06. beschlossen, also das Aktenzeichen 8C225 aus 23. Wie gesagt, ich war jetzt gerade am Amtsgericht Böblingen und komischerweise liegt hier kein Aktenzeichen vor. Also da war ein ganz netter Herr, der Herr Pinacci, und auch seine Kollegin hat geschaut. Und es gibt noch kein Aktenzeichen. Das ist komisch, weil das geht ja alles elektronisch. Das Amtsgericht Leonberg erklärt sich für örtlich unzuständig. Der Rechtsstreit wird von Amts wegen auf Antrag der Antragstellerin an das Amtsgericht Böblingen verwiesen. Ich hatte das nur hilfsweise gemacht, weil mein Anwalt von der Rechtsschutz, von der ARAG, hatte gesagt, dass da das Amtsgericht Leonberg zuständig ist, weil es um Personenstandsrecht geht. Und der Sitz des Betreuers eben in Leonberg ist und sein Wohnsitz ja sowieso, wisst ihr ja. Da gibt es ja dieses Stalking-Video von ihm, wo er mir hinterher ist und versucht hat, mich zu provozieren, wie ständig. Gründe, die Antragstellerin begehrt vom Antragsgegner die Zustimmung zu ihrer Bewerbung um die Stelle als Bürgermeisterin in Kornwestheim. Die Zuständigkeit des Zivilgerichts ist nicht gegeben. Die Parteien streiten um die Aufgaben des Antragsgegners als Betreuer. Ob dieser verpflichtet ist, der Antragstellerin, upsala, die Zustimmung zu ihrer Bewerbung als Bürgermeisterin zu erteilen. Das Amtsgericht Böblingen hat den Antragsgegner 2019 zum Betreuer bestellt mit folgendem Wirkungskreis: Vertretung gegenüber Gerichten, Behörden, Banken und Versicherungen. Zuständig für den Streit der Parteien ist daher das Amtsgericht Böblingen im Rahmen des noch anhängigen Betreuungsverfahrens. Der Antragsgegner kann nicht im Wege einer einstweiligen Verfügung verurteilt werden, diese Zustimmung zu erteilen. Ja, ist mir nicht ganz erschließbar und dem Anwalt der ARAG bisher auch nicht. Ich habe das auch jetzt der ARAG nochmal eingereicht, dass sie schnell bearbeiten und dass ich Deckungszusage bekomme, dass ich da einen Fachanwalt dann bekomme für Betreuungsrecht oder was auch immer. Ja, in diesem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich lade das Video dann jetzt auf YouTube hoch und auch auf Facebook. Hier eure Wahrheitsreporterin in eigener Sache, Kämpferin für Weltfrieden, Wahrheit, Gleichheit und Gerechtigkeit, eure Peace Lady. Peace out. Hab euch lieb.